Jo Leute, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal InCap. Es wird mal wieder Zeit, dass wir uns mal wieder nice Stuff von Umut Abi reinziehen. Ey, ohne Scheiß, das ist hier mein letztes Video. Ohne Scheiß, es hat einfach zu Umut Abi 10.000 Aufrufe geknackt, weil der so eine Scheiße macht. Das ist wirklich insane. Das, was ich jetzt auf dem Kanal gesehen habe, also wirklich, mir tut echt alles weh. Der macht irgendwelche Videos, da hat er irgendwelche Braids und so. Was ist bitte mit Umut Abi los? Ey, der Typ, der hat sich verwandelt, aber der hat eine ganz andere Gratwendung hingelegt. Das ist nicht normal. Und so hat er jetzt Videos gemacht mit ich leake C-Max Nummer, C-Max lügt. Wir gucken uns jetzt mal alles zu C-Max an. Er hat auch zig Videos zu Xion gemacht. Oder Xion und ach, keine Ahnung, Mann, es ist echt schwierig, den Namen auszusprechen, aber es heißt nicht Zeisen. Ja, und ja, wir gucken uns das jetzt mal an, was er jetzt dazu sagt. C-Max Freundin-Trennung ist fake. Ja, also, ey, das kann nur scheiße. Real Talk, das kann echt nur ganz, ganz großer Müll sein. Komm, wir gucken uns das an. Ja, 8 Minuten, ey, ach du Heilige. Dieses Video ist null geschauspielert oder so. Alles, was ich in diesem Video sage, ist echt. Und diese Verletzung, die ihr seht, werde ich gleich dazu kommen, wer das gemacht hat. Ihr könnt, glaube ich, schon im Titel entnehmen, wegen wen das ist. Ich werde heute über C-Max reden, über seine Freundin und was da überhaupt alles passiert ist, ob die sich wirklich getrennt haben. Und Leute, ich erzähle euch die ganze Story. Und das, C-Max, du weißt wirklich, ich werde jetzt auspacken. Es ist mir so egal, wenn du dieses Video siehst. Aber ich muss das sagen, weil du bist dafür verantwortlich. Hier. Und deshalb muss ich das Video machen. Der ist wegen Neurodermitis jetzt verantwortlich? Also, C-Max ist jetzt verantwortlich, dass er Hautausschlag hat. Da kann er doch nichts dafür. Vielleicht müsste er mal zum Arzt gehen, sodass er sich da behandeln lässt oder so. Also auch natürlich neurologisch am besten, ja. Also kopftechnisch ist da einiges falsch. Aber ja, ey, das wäre die erste Anlaufstelle, Mann. Geh zum Arzt. Leute, ihr wisst, ne, ich wohne zwar nicht mit C-Max in einer Wohnung, aber Leute, C-Max und ich sind Geschwister. Das kann er nicht abstreiten. Du kannst es nicht abstreiten, C-Max. Du kannst es nicht. Und Leute, C-Max hat mir damals erzählt, was er überhaupt mit Ellie gemacht hat. Also er kannte Ellie schon vor 4 Monaten, bevor er das erste Video mit ihr rausgehauen hat. Da kannte er schon Ellie, müsst ihr euch vorstellen. Und nachdem er Ellie kennengelernt hat, war er erstmal komplett ohne YouTube mit ihr. Also wirklich ja. So C-Max und Ellie. Simeon und Ellie, so ohne YouTube. Und irgendwann... Der Typ heißt... Ich glaube, C-Max heißt noch nicht mal Simeon, aber ist auch egal. Es ist, also das heißt, er nennt seinen Bruder Simeon, obwohl der eigentlich gar nicht Simeon heißt. C-Max Kanal ist fast ausgestorben. Ich glaube, der heißt nicht Simeon. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sein bürgerlicher Name ist nicht Simeon. Ja. Schon, wirklich, die Klicks gehen richtig runter. Er hat mir sogar, ich kann euch die Audio vielleicht sogar zeigen. Er hat mir sogar gesagt, ey, Digga, meine Klicks gehen runter. Ich mache keine Klicks mehr. Was soll ich tun und alles? Und irgendwie ist er dann darauf gekommen, yo, ich mache ein Video mit meiner Freundin, bringt bestimmt viele Klicks. Was passiert? Er hat ein Video mit seiner Freundin hochgeladen, sie haben seine Klicks sind hochgegangen. Und dann hat er es natürlich immer weiter gemacht, er hat sich reingesteigert, immer mehr, immer mehr, immer mehr, er hat nicht genug bekommen. Und irgendwann hat Ellie gesagt, dass ihr dieser ganze Hate zu viel wird, weil irgendwann haben ja alle YouTuber auf die reagiert und alle haben C-Max gehatet. Und dann hat Ellie gesagt, C-Max, das ist... Für die Leute, die jetzt absolut ahnungslos sind, ja. Das hier ist Umut Abi, ja, der ist nicht der Bruder von C-Max. Ja, also nur zur Information, nicht, dass jetzt einige denken, ey, der packt gerade einen Real Talk über C-Max sein Leben aus. So, der hat nichts mit C-Max am Hut einfach, ja. Das ist so geil, wirklich. Das ist einfach zu viel für mich, ich komme nicht mehr mit diesem Hate klar. Und dann war es eine sehr, sehr, sehr kritische Situation. Dann war es ja, wirklich so, C-Max war am Ende. Er wusste so, oh mein Gott, ich habe viel Hate. Zum einen ist das eine gute Promo, aber zum anderen ist meine Freundin dadurch gefickt. Und was ist passiert? Die haben einen Plan gemacht. Ich weiß noch ganz genau, wir saßen am Esstisch zusammen und haben uns einen richtig großen Plan gemacht. Ich war auch dabei, Ellies Mom war dabei, Ellie war dabei, C-Max war dabei und Taro war auch dabei, also der Hund von C-Max. Und C-Max hat dann so gesagt, ja... Wer ist denn jetzt der Hund von C-Max? Ist das jetzt Umut Abi oder ist es jetzt wirklich der Hund? Ich kann das jetzt nicht ganz deuten, ja? Wie meint er jetzt damit? Also sie haben sich so an den Tisch gesetzt so, und haben gegessen, haben so riesige Mahlzeit genommen und sowas, ne? Wie früher so im Kaiserreich, ja? So lange Tafel einfach, da wurde der Plan geschmiedet, ja? Oder wie bei Haus des Geldes, da wurde genau geplant, ja, wie wird eingebrochen, was macht man zuerst und 10.000 Hintergedanken gehabt und dann, ja, ey, wir machen es jetzt so, wir trennen uns jetzt einfach und da wird es so mal einen riesen Hype geben, ja? Das ist wichtig. Ja, dann tue ich einfach so, als ob wir Schluss gemacht haben. Dann bist du aus dem Internet raus. Und die Mutter von C-Max, ja. Wirklich, die Mutter von Ellie, verzeiht, ich bin wirklich überfordert gerade.
die hat dann den Vorschlag. Er verwechselt die Mutter seines Bruders mit der Mutter von Ellie. Also er verwechselt seine Mutter mit der Mutter von Ellie. Ja, also das ist wirklich gut, dass du das Video einfach da so hochlädst. Ja, also wenn, dann mach's doch authentisch, Bruder. Ich hab gemacht, dass sie gerne auch Videos machen möchte. Die Mutter meines Bruders. Sag doch gleich meine Mutter. Ey, was ist denn los mit dir? Und ihre Tochter in Schutz nehmen möchte. Sie ist dann komplett ausgetickt. Sie meint so, wie kann meine Tochter dann, wie können die beleidigen und so, was soll das? Und die hat sich richtig für Ellie eingesetzt. Und dann hat halt D-Max gesagt, okay, wir machen Folgendes. Ich habe mit Ellie Schluss gemacht und die Mutter macht dann ein Statement dazu. Dann werden alle bestimmt auf die Mutter reagieren. Und gesagt, getan, haben sie es gemacht. Heftig. Alle haben halt auf die Mutter von D-Max reagiert. Ja, und dann hat Ellie angeblich Schluss mit D-Max gemacht, was aber gar nicht stimmte. D-Max und Ellie waren die ganze Zeit zusammen. Die ganze Zeit. Die waren durchgehend zusammen. Und dann ist D-Max eingefallen, das. Yo, ich mache einfach, dass sie wieder zusammen sind. Weil die Mutter hat ja wieder Promo bekommen. Ellie meinte, ja, es ist doch gar nicht mehr so schlimm. Ich glaube, die werden jetzt nicht mehr haten. Dann sind sie zusammengekommen. Und alle haben wieder gehatet. Alle. Jeder hat D-Max und Ellie wieder gehatet. Und Ellie meint dann so, nee, ich will das wirklich nicht. Ich dachte, der Hate ist weg. Bitte nochmal. Ich will nochmal Schluss machen. Dann hat D-Max nochmal so ein Statement gemacht. Dann wurden die Klicks von D-Max immer weiter runter. Und dann hat D-Max gedacht so... Also ich glaube ihn zu 100%. Also diese Story ist definitiv nicht frei erfunden. Diese Story ist einfach aus erster Hand, Leute. Das ist die Quelle. Quelle Umut Abi, Leute. Das ist die Quelle, die ihr immer im Vertrauen nutzen solltet. Wer bis hierher geschaut habt, schreibt mal bitte... Umut Hauptschulabschluss in die Kommentare. Wenn ihr das geschrieben habt, dann beweist ihr, dass ihr richtige Ehrenmenschen seid und hier immer am Start seid. Das ist wirklich absolut ehrenwert. Ja, Kuss geht raus. Also Umut Hauptschulabschluss würde ich gerne in den Kommentaren hier sehen. Ach, Bruder, ey, wirklich ohne Scheiß. Umut, das ist gar nicht böse gemeint, ne? Aber ich glaube, du bist geistig echt nicht auf der Höhe. Ja, das ist ein bisschen traurig. Aber was soll ich sagen? Also er kann wahrscheinlich selber nichts dafür. Der hat einfach einen geringeren Bildungsabschluss. Und das ist ja auch nicht schlimm. Aber er muss es halt jetzt nicht so nochmal kundtun, so mit einem Video, wo er einfach sagt, ey, Simeone ist mein Bruder. Und die Mutter meines Bruders, ey, ich mein Ellie. Oh, das ist so geil, Mann. Ja, also, nee, finde ich nice. Finde ich, das ist ein gutes Video bisher. Ja, also mach weiter so, Mann. Yo, ich belass mal dabei, aber dann war er zu gierig und hat noch ein Statement gemacht. Und nochmal gesagt, er ist mit Ellie wieder zusammengekommen. Wobei er die ganze Zeit mit Ellie zusammen war. Leute, er war die ganze Zeit mit Ellie zusammen. Er hat nie mit ihr Schluss gemacht. Er ist auch jetzt noch mit Ellie zusammen. Was? Leute. Er ist jetzt noch mit Ellie zusammen. Ich werde euch jetzt gleich alles weiter erzählen, was danach passiert ist. Und zwar haben die noch ein Video gemacht. Und D-Max und Ellie sind wieder zusammen. Und danach wieder D-Max alleine. Hör auf. Und nach dem Video hat D-Max einen Cut gemacht. Nein. Dann war ein Cut. Dann war alles vorbei. Hör auf. Aber D-Max und Ellie waren immer noch zusammen. Die Mutter von Ellie hat ihre Plattform bekommen und die konnte schön Videos machen. Die hat jetzt ihre... Das alles war eine Promo-Aktion für Ellies Mom? Ich schwöre, ist so schlau einfach. Letztendlich wäre das wirklich schlau, wie er es erzählt. Das macht alles Sinn. Ey, Umut Abi zeigt mir einfach, was Sinn macht. Umut Abi ist mein... Der könnte Lehrer sein. Alter, wenn der nicht Lehrer wird, dann weiß ich auch nicht. Ihre Reichweite aufgebaut und Ellie hat jetzt ganz normal OnlyFans gemacht und D-Max wollte nicht mit OnlyFans in Verbindung kommen. Krass. Das war der Grund, wieso dann als letztes Statement die Schluss gemacht haben, damit Ellie schön mit OnlyFans Geld machen kann, aber das niemals mit D-Max in Verbindung kommt, weil D-Max wollte nicht sein Image damit kaputt machen. Das war der Grund, warum D-Max und Ellie öffentlich Schluss gemacht haben, damit schön Ellie noch das Geld von OnlyFans nehmen kann und D-Max kann dann in Ruhe seinen Fortnite-Kram machen. Das war der Plan von denen. Das wollte ich euch erzählen, Leute. Weil, wenn ich das einfach so in einem Video sage, die Leute glauben mir das nicht. Die glauben mir das wirklich nicht, wenn ich das sage. Aber ich sag euch, ich bin D-Max Bruder. Vielleicht wohne ich nicht in seiner Wohnung, aber ich bin sein Bruder. Das müsst ihr verstehen, Leute. Ich mache keinen Spaß. Digga, ich sehe ihm sogar ähnlich. Ich mache keinen Spaß, Leute. Das ist kein Spaß, aber ich muss das über D-Max auspacken, weil es nicht mehr geht, Bruder. Du kannst nicht die ganzen Leute verarschen. Du hast so viele Streamer verarscht. Du hast so viele Leute verarscht. Du hast so viele von deinen Fans enttäuscht. Das kannst du nicht machen. Natürlich machst du keine Klicks mehr, D-Max. Natürlich machst du keine Klicks mehr. Ja, warte ganz kurz. Er spricht jetzt, dass D-Max keine Klicks mehr macht, oder? Umut Abi. Umut Abi, erfolgreicher Denker, by the way.
Macht der Zeit für so ein Video, war hier 2900 Aufrufe, 3800, hier 2000 beim Livestream, 4000 Aufrufe, hier mal 6000, hier 1900. Simeone macht immerhin hier 55.000, 41.000, 63, Alter, der macht wieder ein bisschen besser Aufrufe, ne? Also, Abu Dhabi hier schon wieder leicht am Scheiße labern, ja? Selbst prozentual ist Simex immer noch weiter oben als Abu Dhabi, so. Also, hat das sich jetzt hops genommen, ne? Weil bei Simex schon immerhin so, ne, gut, maximal so 10% die Videos, bei Abu Dhabi nicht mal 10%, ne? Das ist halt schon Schmerz, ne? Und was ich gerade sagen wollte, Autsch. Er hat ja noch so Omme TV Videos gemacht, wo dann so steht, Omme TV mit meiner Freundin. Digga, was laberst du? Das sind nicht mal deine Freundinnen. Das ist vielleicht irgendeine Freundin, aber er schreibt in den Titel so, als wäre es seine feste Freundin. So, und das finde ich halt wiederum ehrenlos. Und daran sieht man auch, wie sehr er mit diesem Freundin-Wort rumspielt. Du und Ellie, ihr seid noch zusammen, das weiß ich doch. Ich weiß es. Hä? Ihr seid Geschwister und du bezeichnest gerade deinen Bruder als ehrenlos? Also das finde ich aber auch, ey, hallo, das ist, na gut, Familientradition, eigentlich ist jeder in dieser Familie scheinbar ehrenlos, ja. Aber also das, Abu Dhabi, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt aber schon hier enttäuscht, ja. Jetzt bin ich schon enttäuscht, so, das macht man mit der Familie nicht. Sowas macht man nicht, wenn man in der Familie ist, muss ich dir ehrlich sagen. Ich weiß es zu 99,99999%, du bist noch mit Ellie zusammen, 100%. Aber er will es nicht zugeben, Leute. Er will es einfach nicht zugeben. Das finde ich schade. Deine ganzen Zuschauer, Bruder, die glauben dir das und du nutzt das einfach aus. Du nutzt einfach aus, dass deine Zuschauer dir glauben. Digga, ich würde das niemals machen. Leute, ihr tut mir leid als Zuschauer, weil ihr so eine Scheiße euch anhören müsst. Weil ihr euch die Scheiße von Simex anhören müsst. Bruder, ich will nur die Wahrheit. Nur die Wahrheit. Und dann kommt so eine Scheiße, Simex. Ja, das stimmt. Antworte auf das Video. Nimm Stellung. Sag, dass das nicht stimmt und beweise es. Beweis es, ich will Beweise sehen. Wenn du keine Beweise hast, dann mach gar kein Video. Weil gegen sowas hast du gar keine Beweise. Kannst du gar nicht haben, weil das, was ich sage, das hat Hand und Fuß. Das hat Hand und Fuß. Das, was du sagst, hat keine Hand und Fuß. Du hast 10 Statements gemacht und in allen Statements hast du gelogen, 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 gelogen. So sieht's aus. Und wirklich, ich bin Grund und Boden enttäuscht. Ich schäme mich, dein Bruder zu sein, dein kleiner Bruder zu sein. Krass. Und sag einfach öffentlich, dass du mit Ellie zusammen bist, Digga. Und dann ist auch alles gut. Dann ist auch alles gut. Leute, wie gesagt, tut mir leid, dass ich gerade so immer... Ah, nee, der hat so ein großes Potenzial. Und der schöpft das aber auch komplett aus, dieses große Potenzial. Junge, warum hat das Video mehr Likes als das? Also das ist ja wirklich insane einfach. Das ist ja insane. Oh, Scheiße, du lügst, steht hier. Ey, herzt aber auch alles. Ja, das finde ich wild. Das finde ich gut, dass er alles herzt. Ja, für Fortnite. Die Klicks gehen runter, Eigentum. Wobei, bei dem Video gehen die Klicks tatsächlich hoch. Ja, Abu Dhabi hat es hier geschafft, nochmal alles durchzuziehen. Starkes Video, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wirklich, Simeone ist aber auch mein absoluter Lieblings-YouTuber. Und ja, also sein Bruder macht alles richtig. Also hier, Fake, Ansage an meinen dummen Freund. Ich leake Simex Nummer. Komm, wir gucken uns das noch an. Ne, wenn wir jetzt einmal bei Simex sind, bei Simeone, let's go. Leute, ihr habt den Titel richtig gesehen. Ich werde Simex Nummer in diesem Video... Okay, hier ist die Bewertung wieder ein bisschen besser. Video leaken, Simex, ist mir so scheißegal, Digga, was du machst, Simex, du hast mich abgefuckt und jetzt werde ich einfach deine Nummer leaken. Es ist mir scheißegal, was du jetzt machen wirst, aber ich werde deine Nummer leaken. Und Leute, ich sag euch direkt, wo die Nummer von Simex ist. An alle erstmal, ich bin ja Simex Bruder, deshalb habe ich Simex Nummer. Ich habe eine Gruppe erstellt, Leute, wo nur Leute rein können, die Simex Nummer haben wollen. Boah. Also Leute, da ist Simex Nummer drin, ne, in dieser Gruppe. Ich werde diesen Link zu der Gruppe, Leute, ich sag euch jetzt, wo ihr den finden werdet. Den Link zur Gruppe. Ich bin euch ehrlich, der hat geistige Probleme. Der hat geistige Probleme. Also falls es jemanden in seinem Umfeld gibt, ja, der Kontakt zu ihm hat, mal bitte Hilfe geben, wirklich. Also das ist wirklich von außen ganz, ganz schwer hier anzuschauen. Ja, das muss ich wirklich sagen, der hat Probleme. Also offensichtliche Probleme. Guckt ihn euch an. Was ist mit ihm? Gruppe, wo Simex drin ist. Ist mir egal, Digga. Ich leak deine Nummer, weil ich Bock drauf hab, Digga. Wenn meine Eier sagen, ich hab Bock, dann hab ich Bock. Und dann leak ich auch deine Nummer. Leute, in der Beschreibung, der zweite Link, da kommt ihr zur Simex-Gruppe und da ist Simex-Nummer drin. Macht, was ihr wollt mit der Nummer. Mir ist egal, Bruder. Mir ist egal.
könnt ihn schreiben, was auch immer. Das, Digga, du kannst es nicht verleugnen, Simex. Ich weiß, dass du das bist. Jeder weiß, dass du es bist. Und ist mir egal, du bist zu weit gegangen. Weil nach meinem Video hat er eine richtige Ansage gegen mich gemacht. Privat, auf WhatsApp. Und jetzt Pech gehabt. Jetzt werde ich deine Simex-Homies-Gruppe leaken. Da sind eigentlich nur seine Homies drin. Aber Digga, hier ist mir egal. Hate mich in den Kommentaren, Simex-Army. Könnt meine Scheiße essen, Digga. Was für Simex-Army, Bruder. Ihr habt nicht mal eine Ahnung. Ja, hier hat einer schon geschrieben, such dir mal ärztliche Hilfe. Achtung, mach das mit der Gruppe nicht, das ist Verarsche. Was? Als ob das Verarsche ist. Habe es gemacht, habe aber wieder verlassen und gelöscht. Junge, warum macht man so? Also jetzt ohne Scheiß, welcher hirnverbrannte Vollidiot geht wirklich in diese WhatsApp-Gruppe? Ja. C-Max-Nummer, also von YouTuber C-Max. Ja, also wirklich, das ist so unangenehm. Ja, also der hat wirklich krasse Videos gemacht. Ja, zu C-Max und so. C-Max will mich anzeigen. Ich weiß nicht, komm. Es geht nochmal 1 Minute 45 und dann haben wir wenigstens die ganzen C-Max-Dinger durch. Simeon will mich anzeigen. Ja, Leute, ihr habt den Titel richtig gelesen und... Was ist denn mit seiner Frisur los? Was hat er gemacht? Guck mal, der macht schon so beschissene Videos, dass er graue Haare bekommt einfach. So, ich würde mir an deiner Stelle echt mal Gedanken machen, warum du jetzt schon so extrem graue Haare hast. C-Max möchte... Was hat er bestimmt im... Wait, pass auf. Ich sehe das jetzt hier. Das hier hat er bestimmt im Kindergarten gebastelt. Ja, finde ich aber nice, ne? Sieht cool aus. Mich einfach anzeigen. Ich sag euch jetzt den Grund, warum sie mich anzeigen können. Leute, ich habe ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass Z-Max mein Bruder ist. Weil er mein Bruder ist, sollte mein Bruder bist, Z-Max. Und dann hat Z-Max einfach in seinem Video gesagt und auf Insta geschrieben, yo, ich zeig den einfach an und so, weil er mich nicht verlinkt hat, dieser Hund. Und später hat er mich verlinkt. So ein. Ey, er hat gerade zu ihm Hund gesagt. Geht gar nicht, Leute, geht gar nicht. Auch dass Umut Abi, der ja 17 ist, hier eine Jägermeisterflasche hat, das darf er nicht, ja. Ach nee, das ist Jägermeister, ist, ja, seit wann haben die Parfum, ja, Parfum, seit wann haben die das? Gibt's wirklich Jägermeister-Parfum? Das riecht wohl dann nach Jägermeister, bist du Daueralki. Jägermeister-Parfum, gibt's das wirklich? Nee, niemals gibt's sowas. Niemals Jägermeister? Nee, das ist, keine Ahnung, was das jetzt sein soll, aber sieht aus wie Jägermeister-Parfum. Gibt's nicht. Das ist ja krank. Aber der darf doch keinen Alkohol trinken. Der darf niemals Alkohol trinken. Das kannst du nicht erzählen. Oder erzählt mir mal, was das sein soll. Das sieht doch aber aus wie Jägermeister. Das ist Jägermeister. Also es ist definitiv von Jägermeister. Ist das Parfum? Oder ist das wirklich Alkohol? Weil es darf er nicht trinken so. Er ist noch zu jung. So, das ist jetzt auch gar kein Disrespect oder so. Aber Umut Abi ist viel zu jung für harten Stuff, ja? Ein kleiner Knecht, Digga. Du machst ein Video über mich. Du machst so viele Klicks durch mich, weil ich im Hype bin. Weil ich Klicks mache. Ich bringe Klicks. Weißt du warum? Weil die Leute mich feiern. Das stimmt allerdings. Der hat auch gerade einen Hype. Viele wissen es nicht, aber Umut Abi ist gerade eben in der Hype-Phase. Warte. Ich möchte mal kurz auf Social Blade gucken, wie groß der Hype gerade um Umut Abi ist. Gucken wir uns das mal an. Mit 67.000 Abonnenten macht der gerade, 540.000 Aufrufe. Na gut, der hat hier bestimmt Aufrufe gedings, beziehungsweise Videos wieder online gebracht, sodass es so viele Aufrufe sind. Der macht ja immer so Fake-Videos, dadurch macht er halt ein paar mehr Klicks. Ja gut, das hier hat 20.000 Aufrufe. Nee, aber ansonsten kann ich mir das nur vorstellen. Hier, durch das Video vor 7 Monaten hat er 500.000 Aufrufe bekommen. Der hat wahrscheinlich wieder Videos online gestellt und dadurch sind es so viele Aufrufe. Ansonsten macht er vielleicht... Also wenn es sehr gut kommt, zu 70.000 Aufrufe im Monat, ja. Wir gehen jetzt mal auf den Kanal InKev und vergleichen das einfach mal mit meinem Kanal mit 18.000 Abonnenten, ja. Oh, da bin ich einfach besser. Oi, 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 oi. Da kenne ich aber nichts. Ey, Umut, Bruder, ja, melde dich einfach, ja. Ich kann dir einen Kurs geben, wie du erfolgreicher YouTuber wirst, ja. So richtig erfolgreich so, aber auf einem anderen Niveau und nicht so auf deinem Niveau. Ja, aber ist alles gut, wirklich. Ohne Scheiß, melde dich, Bruder. Du musst mir bloß 4.000 Euro einfach geben, die du mir versprochen hast. Und dann sage ich dir ein paar Tipps, ja, über den Algorithmus. So Text verwenden und sowas, also die ganz standardmäßigen Dinger. Und danach verlinkt er mich erst nach einem Tag oder so ganz unten. Junge, mein Link kommt nach oben. Nach oben. Und ich wollte mal nicht so ein ehrenloser Hund sein und deinen Kanal kaputt machen. Weil dann wärst du nämlich aus dem Algorithmus raus, wenn ich dich gestrikt hätte. Du dummer Jum-Jum-Kopf. Ui,
Mann, Alter, immer muss ich der Gute sein. Er beleidigt halt auch, ne? Ich nehme noch Rücksicht auf dich, obwohl du mich nicht mal verlinkst, obwohl du so viel Geld und so viel Klicks auf meinen Nacken gemacht hast. Hä? Jeder weiß, dass ich... Der hat einfach... Warte, ihr seht's gar nicht. Was hat er denn hier gemacht? Der hat einfach... Ey, wie kann man das so machen? Also ohne Scheiß. Der hat wahrscheinlich irgendeinen LED-Stripe mit dem Klebeband hier festgemacht. Ey, wie sieht das denn aus? Also wirklich, geh dich löschen. Was ist das denn? Ey, wie kann man die Wand so vergewaltigen? Das kannst du nicht machen, ohne Scheiß. Also wirklich, Umo David, das ist die größte Frage. Das ist wirklich, dass du dich nicht schämst, deine Wand so zu verunstalten. Ich immer nee, bin, jeder weiß das. Und alle Hater... Für die Hater. Und es reicht mir jetzt. Ist mir egal, wenn ihr jedes Video disliked. Z-Max Army könnt meine Eier knutschen. Tschüss, Leute. Kommentiert, ist mir egal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, starke Videos. Nee, hat mir sehr, sehr gut gefallen, wirklich. Er hat gute Videos zu Z-Max gebracht. War so echt schon sehr, sehr nice. Sehr erfolgreich auch an der Stelle, muss man echt sagen. Ich weiß gar nicht. Wie lief's bei Umut? Oh, ey, gut, der hat heute 100 Abos gemacht. Meine Fresse, ey, bei ihm läuft... Der ist gerade im Hype, ne? Der hat gerade eine Hype-Phase. Der hat jetzt nur letzten Monat nur 300 D-Abos gemacht, davor 400, 300, 400, 200... Also bei ihm läuft gerade richtig gut, ja. Das ist auch gar nicht gebottet hier. Das ist nämlich alles echt, die 15.000 Abos und danach 1.000 D-Abos. Er macht so die ganze Zeit so keine Abos, dann 15.000 Abos, zack, nur noch D-Abos. Nee, alles gut, wird schon alles mit rechten Dingen zugehen. Auch, dass er gerade pro Tag über knapp 20.000 Aufrufe macht, das ist auf jeden Fall bei seinen Klickzahlen realistisch. Nee, muss ich sagen, starkes Ding. Umut Abi, einer derjenigen, zu denen ich aufschaue, weil er einfach für mich persönlich eine YouTube-Legende ist. Dankeschön, dass ihr ihn zugeschaut habt. Lasst gerne eine Bewertung da, ja, würde mich freuen. Und wie gesagt, Umut Hauptschulabschluss in die Kommentare schreiben und da wird er sich freuen und da wird er sich, denke ich, auch wieder getriggert fühlen, ja. In dem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Jahr 2022. Krass, wie schnell die Zeit rumgeht, aber ich sage euch, 2022 wird durchgebrettert. Ja, da habe ich auch wieder richtig Bock drauf, Elan, und dann geht's hier einfach weiter. Ja, Kuss geht raus, Dankeschön fürs Zusehen, ihr seid die Elite. Ehre.